Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, Freunde. Nach 1000 Jahren checken wir endlich mal wieder eure Pakete aus. Dabei waren wieder mega viele weirde Sachen. Was in Gottes Namen hat diese Handyhülle gesehen, Junge? Wenn euch das Ganze also gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es ist soweit. Erstes Paket. Okay. Von Rick für Kevin. Ist es der Geil, den Basti Pappaufsteller gemacht hat? Weil da ist auf jeden Fall der Basti-Pappaufsteller, den wir haben. Das ist der von Morty. Ja, klar. Der QR-Code auf dem Bild später funktioniert nicht. Und da ich keinen Bock hatte, das Paket wieder aufzumachen, ist hier der Zettel mit dem QR-Code zum Video. Okay, warte mal. Ganz kurz, von vorne. Der Bro hat jetzt hier ein Paket fertig gemacht. Hätte das so losschicken können. Hat dann aber gemerkt, dass der QR-Code, der da drin schon verpackt ist, nicht geht. Hat sich dann entschieden, das hier reinzupacken, Bro. Damit er mir diesen Zettel noch mitgeben kann. Bruder, wir sind beim ersten Paket und es fuckt mich schon geisteskrank ab gerade. So. Die krankeste Scheiße wäre jetzt, wenn ganz am Ende nur ein Zettel mit einem QR-Code drin ist. Ich den aber von Anfang an jetzt hier schon habe. Nächstes Paket. Bruder, das ist so dumm. Das ist so dumm. Ey, Bruder, es ist, Alter, wirklich. Es wird nicht mal schnell kleiner, es wird einfach richtig langsam kleiner. Bruder, das ist fast genauso groß wie das davor. Digga, ich weiß komplett, was ihr letzten Monat alles eingekauft habt. Hier steht Alnatura drauf. Flohsamen. Ich hoffe, die haben geschmeckt. Ja, Classic. Natürlich noch eins. Oh! Okay. Mystery Box und einen Brief. Okay. Hier steht GHGXQP Off-Chat. Also das ist anscheinend der Off-Chat von mir und Basti. Das ist krasse Scheiße. Bro, das ist verrückt. Digga, danke für die 5 Euro Donation, Chef. Die würde ich mir da einmal mopsen. So, was haben wir hier? Das ist vom 30.12.23. Also wenn ihr mal auf den Tacho guckt, ich sag mal so, die Pakete haben ein bisschen rumgelegen. Kein Wunder also, dass dein QR-Code nicht mehr geht. Wir gucken mal. Ja, der geht wirklich nicht mehr. Okay, dann probieren wir mal, was hier ist. Bitte sag mir jetzt nicht... Hey Kevin, ich bin der Typ mit dem Basti GHG-Pappaufsteller. Im letzten Paket ist ein kleines Danke für deine Streams und Crexpys Highlights. Spaß, Crexpy der Hurensohn Donowald mich. Mein Geschenk kannst du ja als Deko behalten oder in den Müll schmeißen. Hahaha, ich habe starke Schmerzen. Okay. Okay, ist ein kleines Geschenk vom... Papa Platte und Basti GG Off-Chat. Oh mein Gott, es ist eine Mini-Version. Hey YouTube, in der heutigen Challenge bin ich aus Pappe und versuche auf Kevins abgeranzten Tisch zu überleben. Ey, Rick, du hast mich zwar unfassbar krank abgefuckt mit diesen Paketen, aber das Endergebnis war awesome. Kuss auf dein Auge, wir machen weiter mit dem nächsten Paket, beziehungsweise mit den nächsten Paketen. Das ist vom Mutant Tim. Das muss nicht aussehen, als wäre das irgendwie so C4 oder so, Bro. Ihr könnt auch einfach wie ein normaler Mensch Dinge verpacken, Bro. What the fuck? Junge, ich muss das jetzt hier so aufschneiden, als wäre es so ein Baumstamm. Danke, Doc. Wir machen einfach das nächste auf. So, was haben wir hier? Das nächste ist von Pauline. Da merkt man auch direkt, ja? Kurzes Rätselspiel. Welches dieser beiden Pakete ist von einem Guy und welches ist von einem Girl? Na, kurzes, ganz kurzes Rätselspiel hier für die Menge. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Hihi, bitte aufmachen. Da sind 20 Euro drin. Was ist das? Oh mein Gott. Was in Gottes Namen ist das, Bro? Junge, ein Einhorn-Haarreif. Ja, Chat, wie findet ihr's? Ich weiß nicht, ob da wirklich 20 Euro drin waren. Ich glaube, ich wurde gescammt. Hab kein Geld, haha. Stark, nee, ist stark. Retalk, ganz ehrlich, was sind 20 Euro, wenn man auch einen Einhorn-Haarreif haben kann, right? Das nächste Paket ist von... Bro, die Auflösung ist, beide Pakete waren von einem Girl. Das nächste Paket ist von Christina. Digga, what the fuck? Okay, crazy. Ich wollte einen Stereotypen aufzeigen und wurde direkt eines Besseren belehrt. Wir haben 2024, das ist das Jahr, wo auch Mädels Scheißpakete schicken können. Ja, apropos Scheißpaket, da haben wir jetzt mal wieder von Christina einfach den Kompost bekommen. Übergeil, einfach so random ass shit, Bro. Danke, Mann, auf jeden Fall fürs Axe Nonstop Fresh Black.
dann auch danke für deinen alten Test, wo du wahrscheinlich eine 6 geschrieben hast. Super freshes Paket. Hi Kevin und Chad, hab die eine kleine Sammlung an Dingen aus meinem Zimmer geschickt. Ja, dein Müll. Lukas. Warum steht da Christina drauf? Bro, hast du deinen fucking Müll geschickt aus dem Zimmer und hast es nicht mal geschafft, selber zu schicken, sondern deine Mom hat es geschickt? Das ist wirklich krass. Was haben wir hier? Danke, Dicker. Das werde ich auf jeden Fall rocken. Ultra geil. Ey, unfassbar fresh. Ey, Lukas, wirklich mega geiles Shirt, Junge. Geht wirklich crazy hart in Kombination mit dem Einhorn. Super geile Geschichte. Vielen, vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Paket. Ja, Theo hat mir auch... Also, entweder da ist jetzt ein Werkzeugkoffer drin, Bro, den ich wirklich gerade gut gebrauchen könnte, weil ich habe meins verloren. Oder da ist ein Haufen Scheiße drin. Also lass uns reingucken, was Theo uns hier geschickt hat, Chat. Bruder, wie kann ein Paket so crazy stinken einfach? Bruder, das ist ein Paket. Wieso stinkt das? Was in Gottes Namen hat diese Handyhülle gesehen, Junge? Was ist das, Bro? Ey, Doc, danke für den geilen Ingwer-Shot. Wahrscheinlich werde ich den trinken, nachdem ich die Handyhülle gesehen habe. Ultra geil. Okay, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, warum ich dieses Format lange nicht gemacht habe. Ich weiß es wieder. Mir fällt es gerade spontan doch wieder ein. Bro, das Paket ist einfach nur fucking disgusting. Okay, Chat, hier unten ist was, was vielleicht echt sick sein könnte. Hier ist ein selbstgemaltes Bild. Digga, actually ist das Thumbnail, oder? Das ist actually ist das Thumbnail. Ja, ich glaube, Theo, das ist Top 3 schlechteste Pakete, die mir je geschickt wurden. Vielen, vielen Dank. Das nächste Paket ist von Franziska oder von ihrem Sohn. Wir gucken mal. Vorsicht, Glas. Vorsicht, Kevin. Ja, war vorsichtig. Hier ist auch mal ein Paket von deiner weiblichen Community. Ja! Oh mein Gott, Chat, das ist nicht die Mom gewesen. Oh mein Gott, finally, Bro. You win some, you lose some. Pakete. P-A-R-K-E-T-E. Pakete, Digga. You win some, you lose some. Naja, gut. Ich habe irgendwann mal in meinem Chat gefragt, wie die das machen, dass die Stream gucken und nebenbei lernen und die sagen, das ist mega geil. Stellt sich raus, ist anscheinend nicht so geil. Naja, gut. Bruder, sie wollte auch wirklich sicher gehen, dass das nicht kaputt geht. Digga, das ist dope. Das ist sehr geil. Digga, das sieht, ich finde, wenn man das weiter wegnimmt, sieht es aus, als wäre es gedruckt. Real talk. Aber das ist gemalt. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo hinstellen können. Vielleicht schafft es den Weg in meine Vitrine. So, was haben wir hier? Moin, Papa Platte. Ah, nee, da steht Papa Latte. Stark, guter Gag immer noch. Nach 10 Jahren. Hab mit einem Freund ein Minecraft Resource Pack gemacht. Und du kannst das mit dem QR-Code runterladen und damit Minecraft spielen. Ja, Mann, richtig Bock auf den Keylogger. Danke für die. Danke, werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Sollen wir es actually auschecken? Wir müssen es auschecken. Scheiß auf die Risiken, die stattfinden können. Wir müssen rausfinden, was es für ein Texture Pack ist. You need to choose a plan to reactivate this QR-Code. Digga, ich muss jetzt $35 zahlen, um das zu aktivieren. Weil ich bin jetzt auf der Website die von einem QR-Code, den mir ein Zuschauer zugeschickt hat, und gebe meine fucking Kreditkarten-Details an. Also so nah an ich werd gescammt waren wir noch nie. Jetzt geht der QR-Code? Ja, es führt zu einem YouTube-Video. Bro. Ich wurde gefickt. Das ist bodenlos, Bro. Ja, mega geil, ultra geil. Kommen wir schnell zum nächsten Paket, Bro. What the fuck? Bro, was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mein Minecraft-Skin als Kopf! Digga, what the fuck? Alter, das ist... Ich wollte gerade sagen, das ist ein winning product, als wäre das so ein Dave-Video. Hey, Höhle der Löwen-Produkte. Das ist hart. What the fuck? Vielen, vielen Dank, Mann. Was haben wir hier? Hey, Kevin, ich hoffe, dir gefällt... Ah, das ist ein Girl, oder? Ja. Bro, das ist, war viel zu kreativ. Wirklich. Ich halte nichts davon mit Gendern. Wohl doch nicht mehr so linksgrün versifft. Mann, ich meinte, wie heißt es denn? Ich meinte nicht Gendern. Wie heißt es denn, Bro? Ich komme nicht drauf. Ja, so Geschlechterrollen halt. Aber das hier musste von einem Girl kommen, Bro. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Alright?
Hey Kevin, ich hoffe, dir gefällt dein ganz eigener Minecraft-Kopf. Jetzt kannst du mit Basti sogar als Kissen für immer vereint sein. Wow, das ist endlich. Vielen Dank. Ah ja, perfekt. Ich weiß, der ist ein bisschen goofy geworden, aber das passt ja ganz gut zu dir. Jo, top, danke. Dein Skin ist außerdem wirklich unglaublich scheiße. Jo, auch super, vielen Dank. Danke, du hättest, hättest einfach den Brief weggelassen, wäre es ein geiles Paket gewesen. What the fuck? Mojito, danke für den Basti-Kopf. Wir machen weiter mit dem nächsten. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr stark. Okay. Also, wir haben jetzt zwei Optionen für dieses Paket. Entweder da sind unfassbar frische Schuhe drin oder der Bro hat einfach wieder seinen Müll zugeschickt. Bro, what the fuck? Was ist das? Ein Propeller, den ich selber gebaut habe. Wenn du mit einem Stift Zacken reibst, dreht sich der Propeller. Ja, Digga, ich glaube, bei Airbus haben die auf jeden Fall noch einen Job für dich. Da würde ich mich auf jeden Fall mal melden, Digga. Hier hast du was zum Nerven für Bastis Minecraft-Challenges. Oh, das passt gut, ich mache heute eine. Wilbo wird hier einen Clip einblenden, wie ich Basti unfassbar krass damit abgefuckt habe. Ey, du siehst supi aus, mein Bester. Ich freue mich, dass du dich so hübsch gemacht hast für die heutige Challenge. Ich habe den Clip gesehen, Kevin, damit kannst du direkt aufhören. Ansonsten ach, ist ja scheiße, Digga. So, was haben wir noch? Ein Leuchtflummi, wenn du wirfst, leuchtet er. Oha, was? Yo! Ich hab ihn verloren. Er ist irgendwo in diesem Haufen, Bro. Der ist over. Den finden wir nie wieder. Danke für den leuchtenden Flummi, Bro. Okay, was haben wir noch? Digga, holy shit, Alter. Digga, da haben wir doch ein neues Thumbnail. Bro, holy shit. Digga, er hat mir eine Blicky geschickt. Vielen Dank, Mann. Ich dachte erst ein Goofy-Paket, aber hat sich rausgestellt, war echt ein sehr gutes Paket. Vielen Dank, Mann. Wir, mein Freund und ich, gucken dich schon seit 2020 und lieben deine Videos. Ich hoffe, dir gefallen unsere Geschenke. Wir haben für dich extra die kleinste Kondomgröße rausgesucht, stark. PS, der BH ist für Marsha, dank mir später. Digga, was für Marsha, Bro, ich zieh den an. Boah, sitzt mega gut. Ich merke richtig, wie es meine Brüste unterstützt. Nee, doch, Retalk sitzt optimal. Naja, also Mini weiß ich ja jetzt nicht, Bro. Holy, wie riesig, XXL, ja, ja. Also Retalk, ich glaube, ich kann meine Hand da reinfitten, ohne dass es reißt. In welcher Welt? Also ganz kurz, wenn euer Schwanz so aussieht, dann solltet ihr einmal zum Arzt gehen, kurz bevor ich den Gag mache. In welcher Welt ist ein Schwanz so groß und heißt XS? Hat bestimmt einen guten Charakter. Ja, aber muss trotzdem zum Arzt. Wenn euer Schwanz so aussieht, müsst ihr zum Arzt, okay? Das ist ein Lappenschwanz. Ich hoffe, es geht dir scheiße. Hab paar super tolle Sachen eingepackt. Hehe. Und wenn du ein ganz süßer Lappenschwanz bist, dann rufst du mich an. Hier ist deine Telefonnummer. Okay, ja, wir müssen es machen, I guess. Hallo? Yo, was geht? Hallo? Ja. Bist du Skinny Jeans Thomas? Ja. Ah, ja, okay. Das, du bist wirklich so, als hätte ich dich irgendwie beim Kacken off guard erwischt oder so. Nee, beim Spiel mit meiner Mutter. Ah, was spielt ihr gerade? So ein Spiel. Digga, geil, da möchte ich gar nicht weiter stören. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Wirklich, das ist auch das erste und das letzte Mal, dass wir einen Zuschauer beim PO-Box anrufen. Und dann haben wir hier noch eine Fontäne. Ist das mehr. Ich habe das Gefühl, es könnte sowas sein wie bei der Shisha-Bar, wenn so einer Geburtstag hat und dann kommt so: Happy Birthday to you! Und dann kommt so einer mit so einer Pfeife an und so einem kleinen Muffin, wo so ein Ding drin ist, you know? Ist das sowas? Ruf ihn an und frag ihn. Ja, Bro, das ist stark. Ich bin's nochmal. Ich muss nochmal kurz stören. Ich hoffe, ihr seid bei eurem Spiel schon weitergekommen erstmal. Man zündet oben einfach an, oder wie? Ja. Und dann, was passiert dann? Fontäne. Ja. Ja, nee, geil. Danke, Digga. Ist das so wie so im Club, diese Fontänen? Ja. Alles klar, Digga, wirklich, du bist Smalltalk-Boss. Wir hören uns. Danke fürs Gespräch. Mach's gut. Ciao, ciao. Alright, falls es der letzte Stream ist, Chad, dann. Das ist ja wirklich ungünstig, wenn davon jetzt irgendwie die Bude abbrennt, weil das wäre das zweite Mal in meinem Leben, dass ein Haus abgebrannt ist. Unser erstes Haus ist auch abgebrannt. Yo! Yo!
Pyro ist kein Verbrechen! No joke, das ist so Shisha-Bar-Shit. Alter, ist das scheiße, Junge. Okay, yo, perfekt! Yo! Oh, ich glaube, hier sind echt die Sachen drin, die kaputt gehen können. Hoffen wir mal, dass nichts kaputt gegangen ist. Er hat ein Bild genommen, wo er drauf war, Dominik und ich von der Edeltour. Sorry, von der Edeltalk Live-Tour und hat's gemalt. Okay, süß. Okay, Bro. Okay, das hier ist crazy. Bruder. Der hier geht verrückt. Den finde ich actually dope. Das ist der Beste. Das ist mit Abstand der Beste. Erstmal danke für deine Streams und Videos mit meiner Daily-Unterhaltung. Und dann beim Edeltalk schalte ich ein. Ich höre die meisten Folgen sogar mehrmals. Die Folge mit David war ein Highlight. Daher ein Asso-Bild, glaube ich. Wäre cool, wenn du das irgendwo beim Edeltalk einen Platz findet. Ach so, das ist er nicht selber. Das ist David, Bro. Ja, war gut gezeichnet. Habe ich direkt gecheckt. Das ist David, mit dem wir mal einen Podcast gemacht haben in L.A. Ja, habe ich jetzt gecheckt, Bro. Danke. Danke. Ey, Kuss. Lukas, vielen Dank für die Einsendung. Okay. Mega viel Papier bis jetzt. Hallo Papa Platte und Marsha. Ich mag euch sehr. Ihr seid sehr sympathisch und sehr cool. Bro, woher wisst ihr, dass Marsha sympathisch ist? Bro, sie hat legit 3 Sätze beim Stream gesagt. Woher wollt ihr das wissen, ne? Vielleicht ist es auch voll die Unsympathische. Ist sie nicht, aber... Das ist hella cute, Mann. Papa Platte und Marsha. Alright, dann schauen wir mal rein. Okay, wir haben eine kleine... Ja, das ist stark. Das ist richtig süß, Mann. Warte, was ist das? Das ist Schmuck. Okay, wir haben einmal hier für Marsha bitte tragen. Boah, das ist so süß. Oh mein Gott. Ich werde sie dazu bringen, dass sie die trägt und wir werden hier im Video ein Bild einblenden, alright? Bro, ich habe dasselbe Set bekommen in Blau. Boah, Alter, what the fuck? Ja, sagt ehrlich, Chat, kann man machen. Ich habe das Gefühl, ich sehe aus wie meine Mom. Vielen Dank an Emilia fürs Paket. Sehr süßes Paket, wirklich sehr stark. Okay, das nächste Paket ist wieder so eingepackt wie eine Bombe, Digga. Gewicht in Kilogramm 5. Alter, what the fuck, Junge? Holy shit. Oh mein Gott, ist das eine Sticky Hand? Alter, das ist eine Sticky Hand, aber eine Kackwurst. Das Ding ist, das wusste Vicky nicht, aber wir haben im letzten IRL-Stream in Berlin die ganze Zeit mit Sticky Hands rumgespielt. Da habe ich auch einmal mit so einer Sticky Hand Felix ins Gesicht geschlagen. Hier ist ein kleiner Clip. Aua, Digga, bitte, aufhören. Oh. Also Bro, hier war so ein Sticker, den man abmachen konnte. Dann hat die Sticky Hand oder den Sticky Scheißhaufen im Gesicht. Und ich sage euch ehrlich, also so fühle ich mich manchmal. Digga. Also, dem geht's gar nicht gut, Alter. Holy shit. Oh, Alter. What the fuck? Das Ding ist perfekt. Das Ding ist perfekt. Damit eure Gans nicht so einsam ist, kriegt sie einen neuen Freund. Oh mein Gott. Okay. Okay, wer ist er? Oh mein Gott. Wait, ist das eine Bananente? Eine Banente? Digga, eine Banente. Bro, das Ding ist ultra cool. What the fuck? Der geht crazy. Ich glaube, wir müssen den auf jeden Fall mal einmal waschen. Weil der war jetzt halt in dem Paket drin mit den ganzen anderen Sachen. Vicky, danke fürs Paket. Das war einer der stärkeren. Für Kevin, bitte öffnen. Bro, warum schreiben das alle dazu, als ob ich den so nicht öffnen würde? Als ob ich da einfach so sage, ah, hier ist ein Brief. Na, scheiß drauf, Digga. Den knall ich im Müll. Bro, ich lese mir immer die Briefe durch. What the fuck? Ich hoffe, dir gefällt unser Kunstwerk. Es war sehr viel Arbeit und wir haben uns viele Gedanken gemacht. In Klammern, naja, so mittel, aber das Ergebnis ist voll gut geworden. Hätten wir nicht gedacht. Okay, ich sag ehrlich, das gibt mir so 7. Klasse. Man hat das Kunstprojekt fertig und die Lehrerin sagt, ihr könnt malen, was ihr wollt und es kommt das hier raus. Bestes Twitch-Trio, Basti, Kevin und der Tucker. Ey, sehr, sehr cute. Viel, viel Liebe, Mann. Oh, das nächste sieht wieder so aus, als hätte mir jemand seinen Müll geschickt. Wow, can't wait. Frohe Weihnachten steht hier. Ja, naja. Die auch, wa? Bro, hier ist ein Fahrradhelm drin. What the fuck? Das Buch von Thomas Gottschalk. Mega geil. Danke, Doc. Da werde ich auf jeden Fall mal reinlesen. Bruder. Eine von Elton unterschriebene Autogrammkarte. Für Papa Platte. Wir haben dir einen Helm für die nächste Trimax Fahrradtour gekauft. War teuer, also benutze ihn auch. Bro, ich war nie bei einer Trimax Fahrradtour dabei. Warum in Gottes Namen?
Dachtet ihr, es wäre eine gute Idee, mir den zu schicken? Ich war da nie dabei und ich hatte nie vor, bei einer dabei zu sein. Warum zum Fick? Alter, für den Stream mit Basti, aber da haben wir schon eingekauft. Wir machen demnächst, das wird geil, wir machen demnächst Fahrradrennen. On-Stream gegen Basti. Ah, perfekt, ein Buch über Stralsund, Digga. Mega nice. Da war ich als Kind ein paar Mal. Werde ich mir unter gar keinen Umständen durchlesen. Dann hier, erste FC Hansa. Mega geil, ich als alter Fußballhase. Und dann haben wir hier noch, das ist kranke Scheiße, Leute. Das hier ist kranke Scheiße, Digga. Alright, kommen wir zum nächsten Paket. Okay, wir haben hier einmal was von Efan. Okay, hier steht auf jeden Fall schon mal seine Adresse drauf. Stark. Dann ist hier ein Bild gemalt von mir. Hier steht die Handynummer drauf. Digga, what the fuck. Hi Kevin, meine Rechtschreibung ist nicht gerade die beste in diesem Brief. Digga, wir haben jetzt schon, no joke, 4 Rechtschreibfehler. Real talk. Ich habe dir ein paar nice Geschenke in das Paket gepackt. By the way, ich bin ein 11-jähriger Junge. Ab hier bitte nicht im Stream vorlesen oder zeigen. Bitte, wenn du mich anrufst, erst nach 13.30 Uhr. Alles klar, ja, dann rufen wir nochmal durch, wa? Wer ist denn die Person? Die Nummer ist nicht vergeben. The number you've dialed is not assigned. Ich hab alles genau richtig abgeschrieben. Mega geile Nummer dann. Dann habe ich noch was Schönes gemalt. Ja, Mann, mega stark, Dog. Digga, hier ist ein Pokémon-Booster drin. Was schon offen ist. Boah, das ist so wirklich der most random ass shit. Digga, hier ist ein Zettel in der Pokémon. Digga, was zum Fick ist das? Digga, der Zettel ist einfach leer. Bro, er ist einfach leer. Was ist das für ein Paket, Junge? Bro, das ist das most scuff Paket, Bro. Schnell zum nächsten. What the fuck? Das nächste Paket ist von Tom. Bitte, Tom, ich hab jetzt nicht einfach deinen fucking Müll hier reingemacht, Bro. Bitte. Bitte, Tom. Bitte nicht, Bro. Das Paket stinkt schon mal. So viel steht schon mal fest. Yo, Dog. Mega starke Geschichte, Alter. Das ist so kranke Scheiße. Bro, er hat einen Bilderrahmen geschickt. Einen Zettel drauf gemacht, wo drauf steht, beschütze ihn mit deinem Leben. Und da drin ist von Capri-Sonne ein Plastikstrohhalm. Bro, what the fuck? 40.000 Euro, Chat, halte ich in der Hand. What the fuck? Holy shit. Leute kommen in das Alter, wo die ausziehen von zu Hause und sich genau in dem Moment dachten, fuck, ich schicke Papa Platte ein Paket. Und die haben einfach alles, was sie nicht mit in ihre neue Wohnung genommen haben, einfach mir geschenkt. Leute, ich brauch's auch nicht. What the fuck? Geil, in dem Sinne, wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir werden nie wieder einen PO-Box-Opening machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.